eine Bombenstimmung. Hab sie selbst getestet. Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt. Scheiße, kannst du... Ich bin in Moskau geboren. Aber ich kann mich an nichts aus dieser Zeit erinnern. Die alte Welt wurde in den Flammen des nuklearen Feuers vernichtet, als ich noch ein Kind war. Zusammen mit 40.000 anderen rettete ich mich in die Metrostationen, tief unter der Stadt. Seitdem sind 20 Jahre vergangen. Und der Aufstieg in die Umarmung eines endlosen Winters ist nur wenigen tapferen Seelen vorbehalten. Die Metro wurde zu unserer Heimat. Und zur Festung gegen die albtraumhaften Mutanten der Tunnels. Wir hatten jedoch nie die Hoffnung aufgegeben, an die Oberfläche zu können. Doch eines Tages tauchte eine neue Bedrohung auf. Und so fanden wir uns in einem Krieg wieder, der unsere Existenz bedrohte. Der Tunnel wurde kälter. Mille und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? Hey, Artyom, als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich.
öffne das Tor. Ich geb dir die. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Artyom, schau in diesen Kisten nach Moon und Medipacks. Bereit, Artyom? Mir nach. Auf nach oben. Anscheinend kann er zu Hause. Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Ohne sie bist du wie ein Fisch auf dem Dorf. Wir sind fast da. Dies ist das Korolev-Theater. Es ist ganz nah am Turm. Lade deine Waffe. Kommen Sie. Artyom, lass uns gemeinsam ziehen. Bereit? Zieh! Und? Raus hier! Und hier ist es, Artyom. Unser Ziel. Kommen! Ullmann, bitte kommen! Ende! Ich höre sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Bildet einen Kreis! Ruhig bleiben! Auf eure Kehrseite, Jungs. Ja, anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Auf mein Zeichen! Scheiße! Feuer frei! Ah.
Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Gehen wir, Artyom. Scheiße, Schweine, Krankheit. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht und gebe nicht. Ja, Nikolai. Was haben Sie für... Sie jagen und alle abknallen? Hallo, Artyom. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was können wir denn noch tun? Uns alle umbringen. Wir werden sehen, was Hunter sagt. Sergei, habt ihr meinen Sergei gesehen? Hallo, Artyom. Alles wird gut. Letzte Nacht wurde noch eine Patrouille angegriffen. Das Krankenhaus ist voll. Ich verstehe. Aber bleiben Sie ruhig. Wir müssen die Ordnung aufrechterhalten. Mami, müssen wir noch lange warten? Gehen wir, Artyom. Was ist mit Alexei? Er war am Außenposten. Mein Bruder ist im Krankenhaus. Lasst ihn in Ruhe. Er ist verwundet. Keine Besucher. Der Arzt hat nichts gesagt. Hat ihn jemand gesehen? Der Hauptmann sagt, er sei... Ah, du bist es. Ich hoffe, er lebt noch. Komm herein, Alex. Hallo, Artyom. Ich verstehe. Aber bleiben Sie ruhig. Wie geht es den Verwundeten? Ach, keine große Verbesserung. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen einem das Gehirn kaputt. Und früher oder... Gott, wird das jemals aufhören? Ich ertrage es nicht mehr.
Es ist Mutante, klopfe nicht an. Öffne das verdammte Tor. Willkommen, Hunter. Danke. Jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Nicht viel. Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Eindringlinge im Hauptluftschacht. Sie kommen von oben. Was war das? Scheiße, das hat uns noch gefehlt. Hier, direkt hinter der Wand sind Verwundete. Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, Hunter. Wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Los. Hol dir schnell eine Waffe. Verdammt, so weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Die sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe, mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Sie haben den äußeren Wachposten zerstört! Der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom.
Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlass mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis! Verstehst du? Hunter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Вот стоц перевертётся бабушка здорова. Вот стоц перевертётся кушает компот. Вот стоц перевертётся и мечтает снова. Вот стоц перевертётся пережит налёт. Tut mir leid, Artyom. Dieser Teil der Station ist vorübergehend gesperrt. Wo hast du die Kassette her? Durch. Habe sie für eine Tonne Munition von einem Ranger bekommen. Ja, bist du sicher, dass du es nicht bereust? Ich habe die Nase voll von diesem Mist. Hey, Artyom. Warum gebe ich mich damit ab? Mama hat gesagt, ich soll mich von dir fernhalten und dass du mir nicht gut tust. Und sie hatte recht. Dann mal etwas anderes. Wie wäre es mit... Ich weiß. Wie wäre es mit einem Haus, wo du mit deiner Mama und deinem Papa leben möchtest? Oh, komm schon. Ein Haus? Ein großes? Und wenn deine Mama zurückkommt, zeigen wir es ihr und sie freut sich. Das wird eine tolle Überraschung für sie. Okay, das male ich. Papa, wann kommt Mama wieder? Nein! Bald. Ich wünschte, sie könnte sehen, dass du geworden bist. Ich habe geträumt, ich wäre wieder an der Oberfläche. Ich will von deinen Albträumen nichts hören. Es dauert noch 50 Jahre, bis wir wieder nach oben können. Also leg dich wieder schlafen. Und da kommt der große Typ also rüber und sagt, Baby, wenn meine Frau so kochen könnte wie du, wäre ich der glücklichste Mann der Welt. Also frage ich ihn, kann deine Frau denn überhaupt kochen? Und er sagt, eigentlich bin ich gar nicht verheiratet. Wie süß! Na, dann mal los, Mädchen! Niemand zu Hause! Überall Dreck! Nur Wer Dreck. Ist da? Leute sind Dreck! Artyom, bist du das? Heute. Ist alles in Ordnung? Überall. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Was? Ich bin Dreck? Na dann bist du scheiße, okay? Bist du das, Peter? Wer ist da? Herum und hinterlässt nur dreckige Fußspuren und schert dich nicht rum, wer hinter dir alles sauber machen muss. Lass mich etwas ausruhen, ja?
Ich muss bald auf Wache. Probleme beim Handel, der Kommunikation, den Ressourcen und so weiter gemeinsam. Peter, habe ich dir nicht gesagt, dass du in der Nähe bleiben sollst? Es macht keinen Spaß, überall nach dir zu suchen. Ich mache mir das solche Sorgen. Ich erinnere mich daran, gelesen okay, zu haben, Papa, dass ganz tut mir leid. Sehr stolz darauf war, dass seine Erfindung zur beliebtesten Waffe der Welt wurde. Er hat gesagt, dass er glücklich sei, dass unsere Grenzen mit ihrer Hilfe gesichert werden. Wenn ich das Ding erfunden hätte, wäre ich verrückt geworden. Stell dir vor, deine Erfindung ist hey, die Waffe Nummer 1. Komm mal hier! Das ist noch schlimmer. Sprechen verboten! Hast du gehört? Den erfunden hat. Und du, Artyom, solltest gehen. Sind wir du hast hier nichts verloren. Ein Gefängnis wie Kraut für Diebe. Unsere Hoffnung war es, die Regierungsbunker über den Ural zu kontaktieren. Aber diese Bunker... Hallo, alles klar, nehme ich an. Zumindest geht's nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, den schon mal irgendwo gesehen zu haben. Artyom, bitte! Mein Sohn ist krank. Hast du nicht ein paar Patronen übrig? Ich zahle sie dir... Danke, Artyom. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Hier, lass uns gehen. Schau mal, das ist ein richtiger Helm für Sie. Der da ist es auch gibt nicht schlecht, aber der ist genau richtig. Von Karawanen. Wachen auf den Wagen, nicht schlecht. Als Vorauspatrouille und andere hinterher. Ist Ihr Leben für Sie so wertlos? Na gut. Alles ist frei. Auf einmal haben wir Ladung auf die übliche Weise transportiert. Zwei Mann voraus, drei in der Mitte und einer hinterher. Alles war gut, bis wir durch einen... Gute Waffen machen einen guten Soldaten aus. Im Krieg ist die Waffe der beste Freund der Soldaten. Wenn du es sehen kannst, kannst du es auch töten. Was soll ich dir mitbringen? Schon wieder betrunken. Steh auf, du Saufbold. Was soll Papa dir holen? Patronentausch? Du säufst, als ob es kein Morgen gibt. Und es wird keins geben, wenn du deinen Hintern nicht nach Hause bewegst. Du bist es. Sei lieb zu deiner Mama. Lass mich gehen wir. Bewegung, du Suchkopf! Muss bald aufwachen. Lass mich in Ruhe. Ich liege das selber raus. Klarer Handel! Warum? Wie konnte das passieren? Ich habe die beste Auswahl und perfekte Kundenzufriedenheit. Aber ein Tausch? Seien Sie mal die anderen Händler. Überkommen? Wofür Sie bezahlen? Das hat mich eines gelehrt. Aber letzte Woche haben Sie mich sehr gewartet. Heute zum bezahlbaren Preis! Und auch noch frisch! Jetzt gehe ich also allein auf Patrouille. Zu zweit. Ausgenommen der Tunnel. Hallo, Artyom. Sieh mal, ich gebe dir das Buch morgen zurück, okay? Habe es noch nicht durch. Artyom, wo ist deine Ausrüstung? Geh zur Waffenkammer und lass dich ausrüsten. Hallo, Artyom. Was hältst du denn von diesem neuen Typen? Er scheint völlig inkompetent zu sein. Als wenn du als Soldat geboren wärst. Jeder kann alles lernen. Nein, nur wenn du dafür geschaffen bist. Wenn nicht, bist du für den Rest deiner Tage ein Putzmann oder so. Du hast zwei Hände? Hast einen Kopf? Hier ist deine Waffe und los, los, los! Keine Angst, es ist immer die gleiche alte Geschichte. Hallo, Artyom. Brauchst du ein paar Waffen? Okay, schauen wir mal. Maschinenpistole, Kaliber 5,45, in der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist eher traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Nutze kurze Feuerstöße, Artyom, und verschaff dir auch etwas Munition. Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Oder, noch schlimmer, an die Oberfläche. Armeeausgabe der Medipacks, nur für den Fall.
Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Artyom, wie geht's? Du siehst gut aus. Ich wünschte, ich wäre in deinem... Das ist ein tolles Buch. Vielen Dank. Also, was meinen Sie? Lassen Sie sich Zeit. Ist schon okay. Eine gute Idee. Ah, abgemacht. Schweinefilet, auch ganz frisch, ha? Gute Wahl. Sie haben recht. Das ist genau, was der Arzt verschrieben hat. Das ist genau, was Sie brauchen. Mhm. Wie Sie wollen. Eine gute Waffe ist der beste Partner. Kommen Sie schon, kaufen Sie etwas. Es gibt doch Mengenrabatte. Meinst du, wir können irgendwann zurück an die Oberfläche? Ich habe Moskau nie gesehen. Nur die alten Bilder. Moskau ist weg. Und bald werden wir auch weg sein. Und die Monster werden die Erde übernehmen. Aber es gab noch andere U-Bahnen. In St. Petersburg, Minsk, Kiew. Vielleicht haben auch anderswo Leute überlebt. Zumindest eine Weile. Aber es sind so viele Jahre vergangen. Und wir haben nichts von ihnen gehört. Die anderen Städte hatten keinen Verteidigungsring wie Moskau. St. Petersburg war so eine großartige Stadt. Die Kathedrale. Und die Admiralität mit ihrem Turm. Ich erinnere mich an die Sommernächte auf dem Nevski Prospekt. Leute, Gelächter, Kinder mit Eis, schöne, schlanke Mädchen. Die Musik. Und die Luft so süß, dass man sie trinken konnte. Was für eine wunderschöne Welt wir zerstört haben. Sei gegrüßt. Du bist also bereit aufzubrechen?
Er hat gesagt, dass er glücklich sei, dass unsere Grenzen mit ihrer Hilfe gesichert werden. Bist du bereit? Dann los! Stell dir vor, deine Erfindung ist die Mordwaffe Nummer 1 in der Welt. Das ist noch schlimmer als der Arzt. Du setz dich da hin, Artyom. Und du, Eugene, setz dich da hin. Hat jemand irgendwas vergessen? Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen! Hey Leute, ihr wollt nach Riga? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Dann los. Also gut, allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Ja, Artyom, endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen. Oder gefährlich werden. Noch besser, oder? Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Wo kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Los. Der Markt kommt direkt nach Riga. Und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zur Police gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Das Schlimmste, was ich je durchstehen musste, war die Sevastopolskaya. Genau genommen habe ich die Station selbst gar nicht erreicht. Plötzlich überkam ich die Angst und die rannte davon. Langsamer, Jungs! Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaya stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Also gut, Peter. Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Es ist ein normaler Tunnel. Vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Gute Fahrt. Wir fahren eine Draisine und sind bewaffnet. Wir werden also ankommen. Verdammt tut mein Kopf weh. Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Acht auf den Bereich hinter uns, Artyom. Klar, helfe ich. Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn Sie hier sind. Und mir tun Sie leid. Sie? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit sie? Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris! Hey, was? Was geschieht mit mir? Was? Oh. Mein Gott! Artyom! Was ist das? Artyom! Hierher! Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Oh, yeah!
Was zum Teufel geht dir vor? Scheiße! Aufwachen, Leute! Aufwachen, um Himmels Willen! Boris! Boris! Wach auf, Boris! Scheiße, das ist gar nicht gut! Ah, oh Gott! Ah, knallt ja! Ihr schießt! Ich bediene den Hebel! Eine Chance! Lasst uns ihnen den Marsch blasen! Das war heiß. Ich brauche etwas zu trinken. Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Achom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf, Achom! Auf dich! Ohne dich, Achom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest einen Orden verdient. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, nimm das. Auf dich! Achom, auf dich! Achom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, ob dieser Pilzwodka ihn umhaut. Okay, das müssen wir mal untersuchen. Auf unser Glück und auf Achom. Auf dich. Der Wodka haut rein. Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mich zu Tode, während ich herumsitze. Wir sind durch eine Art unsichtbare Welle gefahren und wurden ohnmächtig. Als ich zu mir kam, okay, jagte uns... Wegen dir kann ich jetzt eine Menge Drinks verkaufen. Aber unser Freund Artyom war okay. Anscheinend hat er
Tunnel keine Wirkung auf ihn gehabt. Daher schoss er auf die Viecher. Das ist Mann, ich weiß nicht mal, wie wir es zur Streckensperre geschafft haben. Garantiert keine. Yeah. Ich trinke eben durch also einen so netten Kerl. Auf was wünschte, die würden die Sperre bald aufheben. Was ist los mit dir, Artyom? Interessiert es dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Das interessiert mich überhaupt nicht, Arschloch. Aber ich habe meine Befehle. Bewegung! Ja? Sei hier vorsichtig. Essen. Essen. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh mein Gott. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Wow, bist du wirklich auf einem Handwagen hergekommen? Ja, bin ich. Wow, ich würde gern mal auf so einem Ding fahren. Kannst du mir eine Patrone geben? Hey, Junge, bettle woanders. Ach, ich sollte jetzt besser gehen. Sind Sie, Artyom? Ich auf den Hintern verhauen. An der schwarzen Straße wartet ein Mann auf Sie. Für eine Patrone führe ich Sie dahin. Danke, gehen wir. Oh mein Gott! Danke! Hey, gehen wir! Folgen Sie mir! Artyom, richtig? Setz dich. Man nennt mich Bourbon. Hör zu.
Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man hier Angst hat. Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Abgemacht? Gut. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Bist du bereit? Mach es kurz. Hey, Baby! Gefällt dir, was du siehst? Sollen wir uns eine schöne Zeit machen? Sonderpreis für dich. Ist das eine... Okay, komm mit mir, Süße. Oh mein Gott! Danke. Das Schlimmste, was ich je durchstehen musste, war die Sevastopol-Jagd. Genau genommen habe ich die Station selbst gar nicht erreicht. Plötzlich überkam ich die Arme und ich war davon. Ja? Der Durchgang ist nur für Bewohner und lokale Arbeiter offen. Kommen Sie, schauen Sie, probieren Sie aus und kaufen Sie. Sonderangebote, Rabatte, beste zerfetzt die Ziel in Stücke. Schärfere gibt es nicht. Die ausgewogensten Messer. Sehr schön. Hübsche Waffe. Sie werden den Kauf nicht bereuen.
Hallo? Patronentausch, der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Bist du bereit? In diesem Mistloch zu hocken ist nutzlos. Als ich mit Bourbon den verlassenen Tunnel betrat, fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme. Klasse, wir sind raus. Jetzt halte deine Augen offen, die Fahrt ist vorüber. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben, aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch. Nur ein einzelner Schleicher. Die greifen nur selten Personengruppen an. Aber wenn du alleine bist, musst du aufpassen. Seltsame Geräusche. Entweder macht der Boden dieses Geräusch oder Wind. Ich habe auch Geschichten von singenden Rohren gehört. Wenn du länger zuhörst, kannst du die Stimmen der Toten hören. So ein Quatsch. Thank you.
alle sind tot. Den Stil kenne ich. Banditen. Und die Hanse prahlt, damit sie ausgelöscht zu haben. Halte deine Augen offen. Die werden uns nicht einfach so durchlassen. Alarmsystem. Alt, aber wirkungsvoll. Wenn du unerwartet ankommen möchtest, solltest du die Dose nicht berühren. Wohin du trittst. Jedes Geräusch ist gefährlich. Hoppla, eine Drahtschlinge. Ausgezeichnet, um Blinde und Wagemutige zu beseitigen. Du weißt, was du tun musst? Sich verbarrikadiert. Verdammt, wir müssen näher ran. Kannst du die Patrouille erledigen? Für
Brücke ist ein übler Ort. Hier der Plan. Du passt auf mich auf und ich auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es. Spiel nicht den Helden, Junge. Ich bin heute nicht in der Stimmung, getötet zu werden. Brücke ist ein übler Ort. Hier der Plan. Du passt auf mich auf und ich auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es. Spiel nicht den Helden, Junge. Ich bin heute nicht in der Stimmung, getötet zu werden. Na!
der Wagen der Hanse. Sie suchen nach den Banditen. Sie sind jetzt weg. Wir können gehen. Thank you.
Verdammt! Als wenn Nosalis hinter uns nicht genug wären, stecken wir auf einem beschissenen Friedhof fest. Adjon, ich suche die Leichen und versuche uns hier rauszuholen. Was ist mit mir geschehen? Artyom, hast du diese Lieder gehört? Boah, das wünsche ich keinem Feind. Und hier ist der Markt. Bleibe ruhig. Onkel Bourbon bringt uns schon rein. Hey, Leute!
aufmachen! Lasst eure zweibeinigen Brüder keinen unnötigen Tod sterben! Seid ihr taub da drin? Wir werden gefressen! Mist, Kerle! Wen habt ihr da mit euch geschleift? Verdammten aus alles! Semyon, starte den Wagen! Wir werden diesen Tod erlernen! Artyom, halt durch! Das Schicksal ist auf unserer Seite! Was er sagt. Diese Typen verstehen keinen Spaß. Trüben mich meine Augen? Morgen hat der Freund sich und ich hatte die Hoffnung, dass sie lebendig wiederzusehen. Seinen Schau, wenn die Nosalis aufgeschreckt hat. Gott verdammt, jetzt sind wir in die Scheiße getreten. Hey, Michalic, was für ein Zufall. Ich wollte dich besuchen kommen. Habt ihr das gehört, Jungs? Holt die gute Tür raus. Bourbon kommt zu Besuch. Und jetzt lauf nicht weg, Bourbon. Wir haben eine kleine Aufgabe zu erledigen. Dann sind wir wieder da. Du erinnerst dich, wo du auf mich warten solltest? Ja, tue ich. Sicher? Ich kann dir helfen, dich zu erinnern. Du hast mich verstanden, oder? Absolut. So einen Markt hatte ich noch nie gesehen. Man konnte fast alles kaufen. Aber Bourbon schuldete den Wachen der Hanse Geld und wollte schnell weg. Sofort die Waffen wegstecken! Wer sind Sie? Ins Licht kommen! Langsam, langsam! Ich will verdammt sein! Es ist Bourbon! Hey, Leute! Die beiden sollten wir besser durchsuchen! Und, alter Saufbold, was hast du dieses Mal dabei? Und wer ist dieser Junge? Schau mal, Chef, ich bin sicher, dass wir klarkommen. Ja, sicher. Komm, lass uns ein wenig reden. Und du hältst ein Auge auf den da. Nicht bewegen! Okay, die beiden können durch. Willkommen auf dem Markt. Lass uns gehen, oder möchtest du ihre Gesellschaft noch länger ertragen? Hey, einen anderen Tonfall gefällig. Wir stecken tief in der Scheiße. Keine Chance, dass sich diese Wagenjungs auszahlen kann.
Wir können von Glück sagen, wenn sie uns für den Rest unserer Tage... Aber hast du es gesehen? Nein. Es hätte ein feindlicher Späher sein können. Genau in der Mitte des Tunnels ist eine ausgebrannte Basis. Als ich sie vor Jahren sah, saßen darin noch die verkohlten Körper. Genau, ja, der volle Schajewskaja. Das nächste Ding, was durch den Tunnel kommt. Und wenn es eine verdammte Maus ist, und den Raum zwischen Wagen und Wänden auf. Nun, zur Hanse können wir nicht. Hier sind ein paar Patronen. Hol uns ein paar Filter, ja? Ich habe eine Idee. Ich werde mal mit einem bestimmten jemand reden. Wir treffen uns in der örtlichen Bar oder ich finde dich schon. Also los mit dir. Du hast ungefähr 5 Minuten. Also notierte der Kommandant eine Desertation. Feinde, Gorale mit ihnen, sagte er. Eine Woche später verschwand eine Leiche in Patrouille. Wieder. Ja? Geräusch, keine Leiche. Nicht. Was gibt's denn? Darüber wartet sich schon im Haus aus. Hi! Was gibt's denn? Falls mich jemand hört, bitte antworten. Hier ist Moskau, U-Bahn-Station Markt. Gestern hat sie einen Mann verloren. Eine Übertragung. Was für einen blendenden Panzer. Was interessiert dich das? Sie waren bei einem. Ich treffe mich heute mit ihren Nachbarn. Alles passiert. Diese Panzer waren gegen Strahlung geschützt, also fuhren sie in Moskaus Osten. Sie wollten. Der Boss ist beschäftigt. Komm später wieder. Was ist hier los, Leute? Fuhren weiter. Tankten. Alles ruhig. Igor, Wladimirov. Endlich. Obwohl ich jetzt nur wie das mit etwas Monster. Zu welchem Anlass? Mein Sohn hat sein erstes Wort gesagt. Glückwunsch! War es Mama oder Papa? Weder noch. Es war. Du hast dir nichts verloren. Dieser Ausgang ist gesperrt. Weitergehen! Genau wie du! Ja, genau wie ich. Weißt du, seit die Vampire aus dem Nebentunnel gestohlen werden, träume ich jede Nacht von ihnen. Verwöhn dich mit etwas Luxus für dein bescheidenes Leben! Komm, komm, schau dich um! Eine Patron, erzähle ich dir von den Jägern. Mama gibt mir keine. Erzählen Sie es mir doch so. Dafür bin ich zu hungrig. Nicht in der Stimmung, Geschichten zu erzählen. Sagen Sie mir einfach, worum es dabei geht. Ich frage meine Mama, ob sie ein Sandwich macht. Es geht um die 3 Jäger, die zur Poleschajewskaja gingen. Oder nachdem sie ausgelöscht wurde? Danach natürlich. Und? Was ist passiert? Sie fanden heraus, dass sie von niemandem angegriffen worden waren. Es war nur der Fürst der Tunnels, der dafür gesorgt hatte, dass alle sich gegenseitig umbrachten. Wow, das ist cool. Jetzt holen wir das Sandwich. Wofür? Ich weiß doch bereits alles. Du Mistgöre! Der Preis ist mir zu hoch. Ich überleg's mir noch. Kommen Sie, schauen Sie! Probieren Sie! Ich ertrage! Vielen Dank! Vielen Dank! Ein bisschen zu teuer. Der Preis ist mir zu hoch. Mein Cousin hat gesagt, wenn Kinder zu weit weggehen, werden sie von den Mutanten gefangen. Wie wäre es mit einem Brand? Die Mutanten fressen die Gehirne der Kinder. Und dann werden die Kinder auch Mutanten. Wenn du also deinen Freund triffst, kommt er näher und dann... Wow! Wird dein Gehirn gefressen. Wow! Cool! Ich überleg's mir. Ich schau mit Nuru. Kommen Sie, schauen Sie. Probieren Sie aus und kaufen Sie. Und wie kostet Mira? Haben Sie Dur verbogen? Wenn Sie einen Händler damit festnehmen, konfiszieren Sie sein Zeug und werfen ihn aus der Station. Schauen Sie, schauen Sie! Probieren Sie aus und kommen Sie! Schauen Sie! Probieren Sie aus und kommen Sie! Da ist also dieser lange Tunnel von der Superhelfskaja zunächst. Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro! Deine Karawane werden nutzen, Männer, kann es schaffen. Jene, die es schaffen, sagen, dass am Tunnel selbst nichts Ungewöhnliches ist. Er ist ruhig und leer. Es gibt keine Abzweigung. Man kann sich nicht verlaufen.
Aber am nächsten Tag entscheidet sich jemand, der gehört hat, wie nett und sicher der Tunnel ist, alleine zu gehen. Einverstanden. Wie ein Geist. Wie auch immer. Brauchen Sie dass man Mut? Sich nicht den Kreml anschauen mehr. Darf, wenn man da oben und draußen ist. Die Sterne auf den Türmen haben eine hypnotische Wirkung. Ein Blick und du kannst nicht mehr weggucken. Und nach ein paar Augenblicken wirst du hineingesogen und alle Tore stehen bequem offen. Deshalb gehen die Stalker nie alleine zur großen Bibliothek. Wenn einer von ihnen zum Kreml guckt, kann der andere ihn wieder zu Bewusstsein bringen. Ich schau mich nur um. Ich überleg's mir noch. Ein bisschen zu teuer. Gern geschehen. Komm schon, warum soll ich das hier einmal tun? Hey Mama, lass uns eine Rache kaufen. Richtig, Papa. Kommen Sie, schauen Sie. Probieren Sie aus und kaufen Sie. Aber irgendwas sind die Wunder. Jene, die im Krieg gekämpft haben, sagen, dass der Feind den Kreml nicht zerstören wollte. Beim ersten Angriff greifen sie also geheime Biowaffen. Manche Metrostationen sind da noch tiefer als uns. Es gab doch diese riesigen weißen Tore, die sich zusammen mit den Türen öffneten. Bei einem Wahnamt. Ein Ingenieur sagte mir während des Baus dieser Strecke, dass die Hälfte der Männer seines Teams von Sengen das gefressen worden sei. Man fand nur noch ihre Werkzeuge. Das wusste ich nicht. Aber sie installierten diese Eisen. Nur wie sich. Ich will mir gar nicht vorstellen, was die Straßen noch angerichtet haben. Ich erinnere mich daran gelesen zu haben, dass Kalischnikow sehr stolz darauf war, dass seine Erfindung zur beliebtesten Waffe der Welt wird. Er hat gesagt, dass er glücklich sei, dass unsere Grenzen mit ihrer Hilfe gesichert
gesichert werden. Also, ich habe hier mit einem Typen etwas ausgemacht. Er ist ein gieriges Arschloch, aber daran können wir nichts ändern. Gut, also gehen wir. Ich denke, du kennst den Weg bereits. Hört mich jemand? Bitte antworten. Falls mich jemand hört. Falls mich jemand hört, bitte antworten. Hier ist Moskau, U-Bahn-Station Markt. Als wenn du es nicht wüsstest. Halt die Klappe und verschwinde. Ich habe bereits gezahlt, Micha. Mich hast du nicht bezahlt. Aber wenn du nicht durch willst. Scheiße. Ist mir ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen. Schon gut, schon gut. War nur ein Scherz. Hier ist die Moskauer Metro. Ende. Alle bereit machen. Das Tor öffnet sich. Sind Sie sicher, Kommandant? Stellung einnehmen. Gebt mir Deckung. Verdammt. Ich hasse das so sehr. Niemand. Falls mich jemand hört, bitte antworten. Hier ist Moskau, U-Bahn-Station Markt. Hier ist die Moskau. Na, sieh doch ruhig aus. Hört mich jemand, die Luft ist frei. Los! Falls mich jemand hört. Viel Glück, Leute! Wir sind hier weg. Bewegung, Junge! Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt, Brünste Börben. Willkommen zu Hause, Artyom. Jetzt ganz vorsichtig. Und hier treffen wir schon auf einen glücklichen Bürger. Stalker, diese irren Teufel kommen fast jeden Tag an die Oberfläche. Suchen nach Schrott, Müll, alles, was sie ausgraben können. Manchmal findet man die Toten steif gefroren, wie Schneemänner in Lumpen. Durchsuche den Raum sorgfältig, vielleicht findest du ein Lager. Oft bauen die sich an der Oberfläche Verstecke, nur für den Fall. Schau dich einfach genau um, dann werden wir keine Probleme mit Ersatz haben. Was haben wir denn hier? Ah, ein Filter. Den können wir bestimmt noch gebrauchen. Ein bisschen Moon. Klasse. Danke, mein Freund. Thank you.
Bereit? Gehen wir. Wir müssen den Luftschacht erreichen, damit wir zur trockenen Station kommen. Dann trennen wir uns und du bekommst meine AK, wie versprochen. Versteck dich, Junge! Bleib versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann kriech in die nächste Spalte. Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Das ist die tote Stadt. Willkommen zu Hause, Artyom. Ich fang dich auf! Spring! Ich fang dich auf! Treten, sonst wirst du verstrahlt. Siehst du dieses Gebäude? Dein Ziel ist ein Schacht im Hinterhof, der führt zur trockenen Station. Ich warte im Gebäude auf dich. In der oberen Etage ist ein Ranger-Versteck. Beeil dich und iss keinen gelben Schnee. Thank you.